Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Mach mal direkt weiter mit den Fragen. Wie gut sind meine Pokémon für mein Level? Gestern, nach dem einen Video, kamen wieder viel zu viele neue Nachrichten rein. Also das hört irgendwie gar nicht mehr auf, aber mach mal einfach alles durch. Jede Frage beantworte ich, bis ihr keine Fragen mehr zu diesem Thema habt. Dann gibt es hoffentlich wieder einen neuen Trend, wo ihr mich wieder zuspammt. Irgendwas noch? Nochmal kurz die Regeln. Level und die Pokémon, das Bild müssen relativ nah zueinander sein, so dass ich einen Screenshot davon machen kann, damit ich überhaupt weiß, welches Level, wenn ich die Fragen dann beantworte. Weil wenn das zu weit auseinander ist, dann merke ich es mir nicht. Zweitens, nur ein Bild. Ich habe jetzt in den Nachrichten von gestern ein paar gesehen, die haben mir mehrere Bilder geschickt. Das ist nicht möglich zu bearbeiten. Und ansonsten natürlich über Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr mir alles schicken. Und auch hier in den Kommentaren einfach andere Sachen fragen, nicht nur, wie gut sind die Pokémon für mein Level. Und jeder, der noch nicht dran gekommen ist von letztens, der muss erstmal alle Videos abwarten. Und wenn er danach immer noch nicht dran gekommen ist, dann habe ich ihn vergessen. Und wer jetzt bereits schreibt und fragt, ob ich ihn vergessen habe, den würde ich am liebsten einfach direkt disqualifizieren. Aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. Also, falls du mir schreibst und fragst, ob ich dich vergessen habe, dann weiß ich nicht mal, wer du bist und wann und wo und wie deine Frage überhaupt drankommt. Dementsprechend kann ich dich nicht mal disqualifizieren, weil ich keine Ahnung habe, wer du bist. Aber die Frage langweilt mich auf jeden Fall böse hart. Also seid geduldig. Und fangen wir mal direkt an. Da haben wir den Tobias. Level 34. Viele Pokémon über 3000. Zwei Shiny Gyarados. Aber die IVs sind schrecklich. Und nicht nur grenzwertig, sondern richtig schrecklich sind die IVs. Also nein, deine Pokémon sind leider nicht gut. Und das hat nichts mit dem Level zu tun, die sind allgemein nicht gut. Leider. Da solltest du echt ein bisschen geduldiger sein. Das Lugia ist zum Beispiel gut 93%, aber bei den anderen Sachen, da warst du sehr, sehr ungeduldig. Dann hier von Jojo. Hat einfach nur 100% Arktos geschickt und fragt, ob er es pushen soll. Mit 70k Sternstaub. Nein, kannst warten. Also momentan brauchst du den überhaupt nicht. Dementsprechend spar dir deinen Staub für wichtigere Sachen. Hier von Pokémon Go 2004. Level 32. So. 91 Galaxo, Dragonair, Despot der 98, nice. Ein paar Gyarados, ein paar andere Sachen. 32? Ja, ist gut für 32. Dann von Mox, Level 26. Wie gesagt, alles unter 30 ist eigentlich vollkommen irrelevant. Aber ich meine, was soll man dazu sagen? Also, es ist echt schwer zu beurteilen, weil da ist zum Beispiel Kingler mit dabei. Was soll man dazu sagen? 26. Ich meine, er hat legendäre, alle. Außer Arktos, den sehe ich jetzt gerade nicht, aber höchstwahrscheinlich auch. Noch kein Dragonair, noch kein Despotar, noch nicht mal ein Galaxo oder so. Also echt schwer zu sagen. Kein Kommentar zu diesen unter Level 30ern. Dann von Minecraft Katze. Level 33. Oh. Despotar, Dragonair, Dragonair. Gaga. Glitzeraus. Die Top 4 sind gut. Wir hatten gestern bereits den Fall, also die Top-Pokémon sind echt gut. Und dann kommt richtiger starker Abfall. Die Top-Pokémon gefallen mir, aber der Rest ist ein bisschen schwach, vor allem für Level 33. Dann von Raffi, 2, 3, 4, 5. 32 Kleinstadtspieler. Gute Mischung aus verschiedenen Pokémon. Ein Dragonair dabei. Ein Relaxo, ein Hytera, Gyarados, Lizaros, Aquana, Psyana, also Donphan. Sieht nicht schlecht aus, ist gut, ja. Dann von Low, weiß sie. Level 33. 3, 4 über 3000. Dann 5 relativ knapp unter 3000. 4 Dragonair, 2 Relaxos sehe ich hier. Despotar, Gyarados. Top-Pokémon. Dann von Luke. 35 Dorfspieler. Nein, ziemlich schwach für 35. Aber die Pokémon an sich sind gut. Dragonair 98 ist top. Gyarados 96 ist okay. 100er Aquana, Galaxo 89. Die Lizaros sind unbekannt. Despot 80 ist nicht so top. 89 ist okay, den kann man weiter maxen. Aber für 35 ist das doch auf jeden Fall sehr schwach. Dann von Marius, Jonas. Ist das gut für mein Level? 31. Spiele Trend Dragonair, Despotar. 99 Zuschauer, keine Ahnung, was das heißen soll. 98er Lavados, nicht schlecht. Noch ein Galaxo. 31.
ausbaufähig. Also wie bei den meisten, so die ersten zwei, drei Pokémon sind sehr, sehr gut. Und dann halt dieser Abstieg, wo danach nichts Relevantes mehr kommt. Ist okay, solide, aber ausbaufähig. Dann Gregor, hat Level 40 erreicht. Glückwunsch. Kevin hat ein paar Bilder für mich gemalt. Oder gemalt und mir geschickt. Danke dafür. Dann Dome, 100% Schneckmark. Saftig, Shoutout an dich. Mike, Despota und Dragoran gespawnt. Beide nicht erwischt. Passiert, aber echt krass, wie nah beide gleichzeitig gespawnt sind. Das wäre ein geiles Video gewesen. Dann weiter wieder mit den Fragen. Von Focus 017, Level 36 Dorfspieler. Level 36, okay. Despota 100, Despota 91, Dragoran 98, Dragoran 93, Galaxo 93, Lizza, Ghost 93, Garados, Dragoran. Sehr top, sehr, sehr gute Pokémon, auf jeden Fall. Dann von DXMe, Generation DX, an alle Wrestling-Fans. Level 30, 96, 91, 86, 91. Ah, Level 30. Auch hier, man sieht wieder direkt die Top 3, Hammer, und dann BAM, nichts. Eigentlich nur Müll danach. Aber erst noch Level 30, also wir geben dir noch eine Chance, verbessere dich. Aber Despota auf jeden Fall der Hammer, dein Bossmonster sozusagen. Dann von Fabio, Level 37, Dragoran 93, Despota 77i, Dragoran 73i, Despota 93, 91, Despota, Lugia, 88, 93, 93. Oh, 37, fast Max. Doch, sehr solide eigentlich. Gefällt mir, ja. Ja. Dann von Just X Air Berry. Ihr habt so komische Namen. Soll ich den powern? 77,8? Nein. Shoutout an den Kollegen hier. Foto von mir gemacht. Wollte, dass ich ihn erwähne im nächsten Video. Und ich soll seinen Freund Jamie grüßen. Grüße an Jamie. Der hier im nächsten Video, glaube ich, ist. Einer von denen, so heißt Jamie. Dann von Eleandro03. Frisch Level 30 geworden. Erstmal Glückwunsch. Gut oder nicht? Sehr gut. Auf einen Blick sehe ich das. Zwei Despota, ein Dragoran, 96 und 91 Despota. Galaxo auch dabei, Aquana, Gizagos, Garados, gut gemischt. Also für 30 ist das top. Da waren ein paar mit höherem Level Guard, die wir besprochen haben, die hatten auf jeden Fall schlechtere. Dann Allgamer, YouTube 12. Der hat den Fehler gemacht und Level irgendwo weiter unten angegeben, weil er zu viele Fotos geschickt hat. Aber die Pokémon, IV-technisch unbekannt, Level-technisch unbekannt, aber die sehen okay aus. Dann von Finn, Jansen 03, Level 32 und Dorfspieler. Kannst du antworten und grüßen, du bist im Video. Dragoran 74, Garados 89, Garados 80, Aquana, Garados, Aquana, Galaxo 83, Kokoba 83. Eigentlich würde ich sagen, nicht so top, auf jeden Fall nicht so top, aber man muss halt immer bedenken, Dorfspieler. Und für Dorfspieler, dass er überhaupt drei Garados hat, ist schon Respekt. Ein Dragoran, ich nehme mal an, er hat lange dafür gewartet und das ist sein Bestes. Also den sollte man echt jetzt nicht unterschätzen, das Dragoran, auch wenn es nur 74 hat. Und ja, solide Ausbeute für einen Dorfspieler auf jeden Fall. Da geht es auf jeden Fall leidender. Dann von Kord.de. Ich frage mich, was das für eine Seite ist. Level 35, 3 Despota, 3 Dragoran, Arctos 98 nicht schlecht, Garados 98 nicht schlecht, Galaxo 96 nicht schlecht, Dragoran 98, Despota 93, 91, top, auf jeden Fall top. Und check Kord.de ab und erzählt mir dann, was das war, unten in den Kommentaren. Nächstes von 7KKY21. Level auch unbekannt. Ihr seht, er hat mir irgendeinen Text geschrieben und dann irgendwann unten kam halt wieder erstes Level wahrscheinlich. 4 Dragoran, 4 Despota, 1 Lugia. 100 sehe ich da bei Despota, also top. Egal welches Level du bist.
Wobei der hat schon bereits 3-4, also ich denke mal so 35, zwischen 35 und 36. Black Storm. Level 33, wie findest du es? Dragoran, Despotar, Dragoran, Galaxo, Lugia. War 33, hat 5 über 3000, ein knapp. Altaria ist da auch irgendwo. Ah, 33. Ist ausbaufähig, aber gut. Eine gute Basis. Dann von It's M for Sing. It's M for Sing. It's am. Oh! It's amazing! Alles klar, sorry Leute. It's amazing. Yo Hong, Level 37 ist das gut. Die beiden Dragoran kommen. Keine Ahnung, was dann nachkommt. Wie gesagt, ihr dürft echt nicht allzu viel schreiben. Ah, was? 37. Dragoran, Dragoran. Dragoran. Despotar. Viel Garados. Ja, ist gut. Dann von Ice Q15. PS4. Ist das gut für Level 35? Kann alle noch power-upen. Außer Dragoran, du bist der Beste und kann ich im Video sein. Ja, bist du. Und danke. 35. 2 Despotar 89, 87, Dragoran 89, 89, 89, 93, 35, warte. 35. Ich denke immer noch an den 34er von gestern. Der hat echt Top-Pokémon. Und im Vergleich dazu sind die, glaube ich, ein bisschen schwächer sogar. Aber die Top, wie gesagt, die Top 3 sind immer top. Da sogar die Top 4 mit Galaxo. Und dann wird es immer ein bisschen schwächer bei den Leuten. Aber ist okay, ist okay. So, kommen wir zur letzten Frage für heute. Von NXXH. Level 30. Wie sieht's aus? 196, 93. Also für Level 30 ist das Hammer. Gute IVs, gute Mischung. 100er Despotar. 96er Despotar. 98 Zapdos. Also sehr, sehr gut. Nicht schlecht. Aber das war's. Aber wie gesagt, jeder, der noch nicht dran gekommen ist, habt Geduld. Da kamen so viele jetzt rein. Die werde ich jetzt die Tage abarbeiten. Und an alle anderen. Und an alle anderen könnt ihr weiterhin Sachen schicken und fragen. Nicht nur das hier mit dem Level, sondern auch alle anderen Sachen. Normale Fragen, was euch pushen, was euch entwickeln und was davor immer gefragt wurde. Und auch irgendwas in die Kommentare könnt ihr schreiben und das wird dann beantwortet. Über Facebook, Instagram oder Twitter könnt ihr mir alles schicken und dort mir auch folgen. Ansonsten alle anderen Videos abchecken, natürlich liken, subscriben, kommentieren und nicht vergessen, Pokémon ist serious business.